Ja, mein bester Kumpel hat mich vor ein paar Tagen gefragt. Wir haben einfach mal so länger und wieder über eine Stunde lang telefoniert und er hat mich gefragt, so zum Thema Bitcoin. Und das nochmal mein bester Kumpel war, habe ich auch versucht, die besten, ja, sag mal, Ratschläge ihm zu geben. Und er meinte dann sowas wie: Naja, das ist schon ganz krass, also bei Bitcoin. Da jetzt irgendwie 10 Bitcoin zu kaufen oder sowas, das wäre utopisch. Und weil wir aktuell hier auf 60.000 Dollar sind. Und naja, dann Ethereum, was hältst du von Ethereum? Also da mal so 10, wenigstens 10 Bitcoin irgendwie zu kaufen. Aber auch das wären so ungefähr 30.000 Euro oder sowas. Das ist ja auch. Und dann die Unsicherheit und dann so viel Geld. Und also. Er ist ungefähr noch also mal, 10 Jahre jünger wie ich und verdient aber jetzt auch ganz normal. Und das ist natürlich sag mal, durchschnittlich und dann ist das natürlich, sind das natürlich riesige Summen auch. Und meine Kurzantwort darauf war eigentlich letztendlich: Die Leute, die jetzt aufwachen, die jetzt sagen Kryptowährungen, die jetzt sagen, ja, Bitcoin und zum ersten Mal daran denken, Bitcoin zu kaufen. Und ich bin ja auch absolut viel zu spät natürlich dabei gewesen. Ich habe zum ersten Mal von Bitcoin gehört. Also zum ersten Mal von Bitcoin gehört habe ich wahrscheinlich so um 2014 herum. Aber das war damals ein Kollege, ein anderer Kollege. Und der war sowieso so ein, ja, wie soll ich sagen, Lebenskünstlertyp, ja, der nie wirklich was auf die Reihe gebracht hat. Und den habe ich einfach nicht ernst genommen mit seinem Bitcoin-Gefasel. Ja. Und leider muss ich heute vielleicht sagen, aber keine Ahnung. Und dann habe ich es nochmal von einem anderen Kollegen, wiederum anderen Kollegen damals, von einem IT-Leiter damals, also in dieser technischen, 2017, dann von dem immer wieder darauf angesprochen worden, bis ich dann endlich auch mal irgendwie angefangen habe, da mal mich ein bisschen zu investieren oder zu interessieren. Das ist aber auch schon wieder, für was Bitcoin betrifft, ist es jetzt auch 3, 4 Jahre her und das ist eine ultra lange Zeit. Und ein Dr. Julian Hosp würde sagen, 3 bis 5 Jahre sind immer so diese Zyklen, wo wir bei Bitcoin immer so ein Ver-20-facher drin hatten. Ja. Und das könnte natürlich jetzt auch wieder sein, dass wir in halt den nächsten 3 bis 5 Jahre, dass das Ding halt einfach dann zwischen 300.000 und 600.000 Euro steht. Und dann nochmal ein Ver-10-facher bis Ver-20-facher oder sowas drin haben. Aber grundsätzlich, um auf die Frage zurückzukommen, die mir mein ja, mehr oder weniger bester Freund dort gestellt hat vor ein paar Tagen. Ich habe ihm gesagt, du, die Zeiten, wo du mit Krypto, also mit Bitcoin insbesondere, weil wenn ich von Kryptowährungen spreche, spreche ich halt von Bitcoin, maximal noch Ethereum, diese ganze andere Kram, da habe ich keinen Durchblick und da haben ja selbst Experten halten davor. Sagen wir mal, letztendlich ist es, da passieren so viele Sachen, die du gar nicht abchecken kannst als Nicht-Experte. Und es ist nun mal nicht so, dass du einfach so Experte werden kannst in egal welchem Ding. Das ist einfach, wäre ein bisschen unmenschlich. Deswegen, ich konzentriere mich auf die Dinge, wo ich bereits Experte bin und dass ich dort eben noch besser werde. Und das andere sind halt einfach so, ja, hobbymäßige Geschichten, wo man sich halt dann einfach noch ein bisschen informiert, wenn man eben mal ein bisschen Freizeit hat oder Interesse einfach. Aber was Bitcoin betrifft, ist es so, dass ich denke schon, dass das weiter steigt irgendwie, weil halt einfach das so eine Art Fluchtwährung wird, auch für institutionelle Anleger. Und letztendlich ist Bitcoin eine self-fulfilling prophecy. Bitcoin ist nichts anderes als wie der Wert der Speicherwerte. Eigentlich der einzigste Wert wirklich von Bitcoin ist dieser Wertspeicherungswert. Und das ist letztendlich genauso wie bei Gold oder Silber. Und weil Bitcoin nach wie vor wirklich keine wirklichen Anwendungen hat. Ich meine, klar gibt es schon Anwendungen, aber
Prozentual ist es einfach so gering, ja, zum gesamten Zahlungsverkehr, was da draußen insgesamt stattfindet. Und bis der Weg bis dahin, bis Bitcoin so groß wird, dass es so viele Leute für Zahlungen benutzen, bis dahin wird das Ding reguliert sein, und zwar bis zum geht nicht mehr, weil die sozusagen den Zahlungsverkehr in dem Geldsystem sozusagen dieses beherrschen, die werden es natürlich dann entsprechend in die Wege leiten, dass sie da nicht untergehen. Aber so als Wertspeicher wird es wahrscheinlich noch eine Zeit lang auch genutzt werden, auch in Bezug auf diese ganzen Gelddruckereien und so weiter. Und von daher ist es natürlich okay, wenn man da ein bisschen was investiert. Ich würde immer sagen, Sparpläne bei hochvolatilen Assets würde ich immer Sparpläne empfehlen, weil du einfach ansonsten viel zu stark emotional mit dabei bist und Fehler sind von vornherein vorprogrammiert. Ja. Das habe ich ihm geraten. Das Zweite ist, was ich ihm geraten habe oder gesagt habe, ist die Zeiten, wo du quasi... Ja, weil es natürlich immer hochkommt, dieses Thema. Ne? Er hätte zum Beispiel, er war vor kurzem auch im Urlaub und ja, und egal, auf jeden Fall. Die Zeiten, wo du quasi mit Bitcoin einfach nur ein paar Bitcoin kaufen, liegen lassen und dann nach ein paar Jahren wieder aufstehst, sozusagen morgens, und bist Multimillionär. Die Zeiten sind meiner Meinung nach komplett abgefahren. Dazu ist es einfach zu weit fortgeschritten alles, ne? Also wo du quasi ja, irgendwie 5.000 Euro investierst und bist dann hast dann 100 Millionen. Das ist einfach abgefahren, der Zug. Ne? Du kannst natürlich das jetzt dazu sehen wie eine hochvolatile Aktie, habe ich ihm gesagt. Ne? Also eine hochvolatile Aktie, wo du ein Chance-Risiko-Verhältnis hast, wo du das du für sich selber ausmachen musst, wo du eine Wahrscheinlichkeit hast, dass es verschwindet oder nicht verschwindet, dass es gegen Null geht, dass es nicht gegen Null geht, dass es steigt, dass es fällt. Genauso wie irgendeine Aktie, die halt vielleicht noch keine Gewinne macht, ja, dann hättest du einen sehr guten Vergleich. Also mal irgend so eine Tech-Aktie oder Biotech oder irgendwie sowas, wo du rein investierst, aufgrund dessen, dass du sagst, okay, irgendwann in der Zukunft ist jemand bereit, mir mehr dafür zu geben, als ich heute einen höheren Preis dafür zu geben, den ich heute eben investiere, aufgrund der Funktionalität des Werterhaltes. Und das ist eigentlich die ganze Formel dabei, ja? Und nicht mehr und nicht weniger. Und da muss man sich nicht irgendwie reinfuchsen oder irgendwie Tag und Nacht irgendwie jetzt halt hier zum Bitcoin-Experten werden oder Blockchain verstehen oder sonstiges. Das geht ja gar nicht, ja? Also, und ja, und mit diesem Satz, denke ich mal, ist man sehr, sehr gut aufgestellt. Also wenn du, sagen wir heute, Investitionen machen möchtest und suchst ein paar Aktien aus und ja, keine Ahnung, irgendwie was mit Wasserstoff, mit Elektromobilität, mit Pharma oder mit sonst irgendwas, wo du vielleicht so eine Art Small Cap oder sowas, ja, oder keine Ahnung, wo halt einfach ein gewisses Risiko dabei ist, aber eben auch die Upside etwas höher ist, dann kannst du konsiderieren, kannst du sagen, okay, ich nehme jetzt in dieses Portfolio oder in diese Range auch diesen Bitcoin mit rein, den spare ich an. Ich würde sagen, ein Sparplan lohnt sich bei Bitcoin erst ab 250 Euro. Du kannst 250 Euro im Jahr ansparen, im Quartal. Du kannst es ansparen, wie du willst, wenn dir das im Monat zu viel ist, weil viele haben halt einfach nicht ein Risikokapital von 250 Euro im Monat. Ja. Also ich meine, ich würde mal sagen, dass der Durchschnitt da draußen, auch von fleißigen Leuten, die einfach sehr, sehr viele Sachen zu bezahlen haben und alles, einfach vielleicht insgesamt 52 Euro im Monat übrig haben, um diese irgendwo anzusparen. Also wiederkehrend wirklich jeden Monat.
Und dann dieses komplette Geld in nur in Bitcoin zu stecken, wäre wahrscheinlich zu viel. Und wenn du einen Sparplan hast, der niedriger ist wie 250 Euro, dann ist halt das Verhältnis Gebühren, weil mittlerweile sind die Gebühren bei den Sparplänen, bei Beyonds und wie die alle heißen und so, bei diesen Bitcoin-Brokern einfach viel zu hoch, ne? Also die Zeiten, wo du quasi fast für 0 Euro Gebühr Bitcoin kaufen kannst, die sind komplett vorbei. Das ist extremst angestiegen. Ich weiß noch 2017, da war das einfach so ein Mini-Mini-Mini-Betrag, ne, was du halt an Gebühr abtreten musstest. Und ich glaube, letztes Jahr oder so auf einen Schlag ist es angezogen ohne Ende. Ich glaube, so kurz vor dem Börsengang von Coinbase. Also, das ist schon nochmal eine Sache für sich. Das wird wahrscheinlich eher zunehmen, als wir abnehmen, die Gebühren und auch die Regularien. Also es sind viele, viele Ungewissheiten dabei. Und gerade weil viele Ungewissheiten dabei sind, ja, von nichts kommt nichts, ist meiner Meinung nach hier noch auch ein Upside-Potenzial von 10 bis 20 drinnen. Also das heißt, dass wir halt irgendwann mal bei einer halben Million oder sowas sind. Jetzt sind wir bei 60.000, 50.000. Und bei Ether sind wir wahrscheinlich dann ungefähr bei so einem Preis wie jetzt bei Bitcoin. Wahrscheinlich 40, 50.000, also mal 10. Wer weiß, in 3, 4, 5 Jahren, vielleicht noch mehr Jahren. Und was darüber hinaus ist, kann sowieso kein Mensch wissen. Ja? Also es sagen ja manche, dass wir quasi einen Quantencomputer haben in 10 Jahren. Na, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über den Bitcoin-Preis Gedanken machen. Und deswegen würde ich nie weiter voraussehen wie 3 bis 5 Jahre. Auch wenn es ein bisschen unbefriedigend ist, vielleicht für viele Leute, die sich gerne Gedanken machen über den Zeithorizont hinaus. Ja, so etwas ältere Semester vielleicht oder grundsätzlich Leute, die sich halt einfach über ihr Leben Gedanken machen, was in 20, 30, 40, 50 Jahren ist. So wie zum Beispiel meine Eltern. Aber mein Gott, die Zeiten ändern sich halt. Ne? Und da, wo man quasi mit 20 Pläne machen kann, für wenn man 60, 70, 80 Jahre alt ist, ich glaube, die Zeiten werden auch nicht wiederkommen. Ne? Okay, das soll es gewesen sein zu diesem ganzen Thema Bitcoin. Was ich jemandem raten würde, der sich jetzt erst Gedanken macht, zu diesem ganzen Krypto, soll ich da rein, wie soll ich rein, macht es Sinn? Und ich hoffe, ich habe dann einen anderen vielleicht, der in dem gleichen Punkt steht, vielleicht auch irgendwie einen guten Hinweis geben können. Auf gar keinen Fall die Fehler machen, die Fehler wiederholen, die ich gemacht habe. Ich habe einfach, als das Bitcoin irgendwie dann bei 2017 irgendwie bei 10.000 Euro war oder sowas, oder 12.000, genau, oder Dollar, das ging dann rauf bis 16.000, glaube ich, ganz kurz, aber ich hatte mit 12 gekauft und dann ging es wieder runter auf 5. Und dann habe ich damals Dr. Julian Hosp angeschaut und so, da hat er gesagt, ja, bei 5 und so, das ist ein kritischer Preis, gell, und so. Und dann ging es irgendwann runter auf 3.000 Dollar oder Euro. Und dann habe ich irgendwie in die Reißleine gezogen, weil ich in dem Moment auch nicht so viel verdient habe. Das war so 2018, glaube ich, oder sowas. Hätte ich wohl halt eher behalten sollen, aber mein Gott, wie gesagt, ich bin nicht der Bitcoin-Experte und das überlasse ich andere. Und wichtig ist, wie gesagt, immer im Verhältnis zu dem, was du insgesamt hast oder insgesamt weglegen kannst, würde ich sagen, maximal 10, 15, maximal 20%. Ja. Da kommst du nie in die Bredouille, wo ich gekommen bin, wo du quasi einfach dort irgendwie 10.000 Euro investiert hast und dir sagst, ah, die 10.000 Euro, da sind jetzt noch 8 übrig. Oder 8.000 Euro und da sind jetzt noch 4 übrig oder so. Die 4.000 Euro sichere ich mir jetzt, verkaufe ich den Kram. Das ist mir lieber als wie und so weiter. Wenn das im Verhältnis ist zu dem, was du sonst hast, zu groß ist, dann denkst du so. Wenn aber du, sagen wir mal, 8.000, 10.000 Euro irgendwo investiert hast und du hast insgesamt 1 Million, dann ist dieses Geld scheißegal, dann kannst du es auch liegen lassen. Und so auf alles oder nichts gehen. Und das sind dann meistens die halt in dem Kryptobereich, dann bei Bitcoin zumindest langfristig halt dann auch die Millionen wirklich gemacht haben. Also das ist immer das Verhältnis Geld verdienen, Geld behalten, Geld investieren. Wie stark du
Wie gut du letztendlich im Investieren bist, hängt sehr stark davon ab, wie viel Geld du verdienst. Das sage ich immer wieder. Ne? Also du kannst dich ein Stück weit mit Sparplänen davon schützen, oder dass du einfach einen Sparplan, dich einmal für einen Sparplan entscheidest und dann einfach die ganzen Zugänge wegschmeißt. Einfach um dich davor zu schützen, dass du immer wieder deine Meinung änderst. Ja? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber das Der beste Schutz davor ist, dass du einfach das Verhältnis vom Geld, wo du investierst in eine bestimmte Assetklasse, zu dem Geld, wo du verhältnismäßig 20, 30 Mal mehr verdienst, als wie das Geld, was du da investierst. Weil dann entwickelst du so eine Art Scheißegal-Haltung zu dem, was du da investierst. Und das ist genau die richtige Haltung, die du eigentlich brauchst. So eine Scheißegal-Haltung, was Bitcoin betrifft. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal für 200 € irgendwie Cardano gekauft, also weil mir 200 € einfach total egal sind. Ne? Also wenn Cardano mal 1000 Mal sich erhöht um x 1000 x, ja, dann habe ich aus 200 € 20.000 gemacht. Super. Wenn es 200 € wenn ich die verliere, dann ist es mir auch scheißegal. Ne? Und das ist halt sozusagen vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt. Wenn du natürlich insgesamt für dich 200 € super viel Geld sind, dann würde ich halt davon eben kein Cardano kaufen. Na, dann würde ich das eher lieber anlegen, einen Sparplan mit 200 € in Google oder sowas, ja, in Alphabet-Aktien. Ganz, ganz wichtiger Punkt, was auch damit wieder reinspielt, dass viele, die noch nicht so viel Geld haben, eben auch immer wieder scheitern, mehr Geld zu haben. Ja, weil sie einfach genau diesen Fehler machen, weil sie eben schnell viel Geld haben wollen und genau dann eben zu viel Risiko eingehen im Verhältnis zu dem, was sie verdienen oder bereits besitzen. Und das auch nicht weiter schlimm wäre, wenn sie dann durchhalten. Aber die meisten halten eben nicht durch, weil es einfach viel zu menschlich ist, einfach dann die Angst reinkickt, wenn das ganze Ding mal absackt und volatil ist eben. Ja. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige, entscheidende Gedanken und das werden euch auch viele, viele seriöse Experten auch bestätigen können. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.